Hi und herzlich willkommen zu unserer heutigen Van Office Tour. Wir möchten euch heute einmal unseren Van Wilmer vorstellen, den wir in den letzten 3 Monaten zu einem mobilen Office umgebaut haben. Wir arbeiten und studieren komplett in diesem Van, deswegen haben wir uns hier ein kleines Büro hinten reingebaut mit einer Küche und allem, was man so braucht zum Leben. Wir starten jetzt einmal hier vorne in unserer Küche. Das ist übrigens unser kleiner Van-Welpe Mali, der auch mit uns hier drin lebt. Achtung Mali! So, dann starten wir einmal hier in unserer Küche. In dieser Küche haben wir eigentlich wirklich komplett alles, was wir zum Leben brauchen. Wir haben 50 Liter Frischwasser mit fließend Wasser hier drin. Wir haben einen ganz normalen Gaskocher, den wir normalerweise hier stehen haben, wenn wir kochen. Ansonsten ist er hier unten drin verstaut. Was ich euch einmal kurz zeigen kann, ist unsere Art Kühlschrank. Darum soll es heute nicht so wirklich gehen, aber wir haben wirklich auch die Möglichkeit, rund um die Uhr hier alle Sachen zu kühlen. Das wird alles betrieben von einer 300 Watt Solaranlage und da haben wir ein extra Video zu, was ich euch einmal hier oben in der Ecke gleich verlinken kann. Das könnt ihr euch angucken, falls euch das interessiert. Heute soll es aber mehr darum gehen, wie wir in diesem Van arbeiten und studieren. Und das Wichtigste wahrscheinlich für die meisten bei der Arbeit ist, dass man ordentlich Kaffee hat. Dafür haben wir so eine kleine Kaffeefiltermaschine. Die ist jetzt nicht extra für einen Van. Ich kann mal gucken, ob ich die noch finde und euch die verlinken. Die ist sehr, sehr praktisch. Um diese Kaffeemaschine zu betreiben, kommen wir zum zweiten Punkt. Wir haben nämlich überall in diesem ganzen Van hier 230 bzw. 240 Volt Steckdosen verbaut. Das haben wir über einen Spannungswandler gemacht. Dazu kommt auch nochmal eine extra Sache. Darum soll es heute auch nicht unbedingt gehen. Die erste Steckdose zeige ich euch einmal, ist hier unten drin für unsere Küchengeräte. Die kann man einfach rausziehen. Ich zeige es euch nochmal, wenn man die reinsteckt und hier ist sie komplett verstaut. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Darüber laufen dann zum Beispiel Sachen wie halt die Kaffeemaschine oder was man auch sonst immer braucht. Zu der Küche ist sonst nicht mehr zu sagen, außer dass es manchmal auch Kuchen gibt, wenn man fleißig arbeitet. Und ja, dann würden wir einmal weitergehen zu unserem Bürobereich bzw. zu unserem Sitzbereich. Hier zeige ich euch einmal, wie das läuft. Normalerweise schlafen wir hier oben über uns. Wenn ich dann morgens aufstehe und Caro auch, wenn wir zusammen aufstehen oder einer mal liegen bleiben will, ist es ganz cool, weil man hat den Platz dann wirklich immer frei. Oben wird geschlafen, man stört keinen. Und dann hat man hier diesen dreh- und hubbaren Tisch. Also den können wir mit dem Schalter hoch und runter fahren. Normalerweise ist der aber wirklich immer so, weil es ist die perfekte Höhe zum Arbeiten. Was ich euch jetzt einmal zeigen kann, hier vorne sind unsere Laptops drin. Was wir dann immer morgens machen ist, oder meistens machen ist, wenn wir anfangen zu arbeiten, haben wir hier unsere Laptops, können hiermit starten und dann würden wir einmal zum nächsten Punkt kommen und das ist das Thema Internet im Campervan. Dafür haben wir diese kleinen mobilen Router, ich zeige euch gleich einmal, wie der angeschlossen ist. Der ist einfach mit einer kleinen USB-Steckdose die ganze Zeit am Lader. Der hat zwar ordentlich Akku, aber wenn ich hier drin bin, wird er einfach die ganze Zeit geladen, dass falls wir mal unterwegs sind oder mal auf einem Café arbeiten, dass der immer voll geladen ist. Den haben wir hier oben einfach in unserem kleinen Fach drin, was sehr, sehr praktisch ist. Diesen Router, weil uns da immer ganz viele gefragt haben, da haben wir auch ein Video zu, den kann ich euch aber auch nochmal verlinken, weil der ist wirklich sehr, sehr cool. Wenn es dann ans Arbeiten geht, funktioniert das alles von hier, was wir noch eingebaut haben. Der Tisch ist so einmal, wenn wir essen, ist das sehr cool, dann hat man hier 2 Teller. Wenn man dann aber gegenüber sitzt und 2 MacBooks drauf hat, dann wird das manchmal ein bisschen eng, deswegen können wir den einfach so drehen. Dann kann das MacBook von Caro auf der Seite stehen, wenn sie ihre Vorlesungen hat und ihre Prüfungen zum Beispiel. Und wenn ich dann hier arbeiten muss, können wir beide hier wirklich mit dem Notizblock noch daneben sitzen und ganz normal beide arbeiten und studieren, was wirklich sehr, sehr cool ist. Dann würde ich euch einmal zeigen, unsere nächste Stromversorgung, was ganz praktisch ist. Wir haben uns hier unten noch mehr Steckdosen eingebaut. Das ist einfach, da müssen wir nicht immer die Kabel hier quer durch den Van legen, sondern hier ist dann wirklich fürs iPhone, hier ist wieder ganz normal 230 Volt iPhone für einen Laptop. Hier können wir wirklich alles laden, was wir brauchen. Außerdem haben wir noch kleine USB-Steckdosen, was auch sehr, sehr praktisch ist. Was ich diesmal unbedingt haben wollte, ist über unser Solarsystem den Solarladeregler, den wir verbaut haben. Den können wir über eine App können wir uns die ganzen Daten ziehen und sehen, okay, wie voll ist unsere Batterie, wie viel Sonnenpower kriegen wir quasi gerade, weil jeder kann sich das vorstellen. Klar, wir haben echt viel Solarpower auf dem Dach, aber wenn hier die Kühlbox läuft und Wasser und überall gibt es Licht und wir 2 oder 3 MacBooks und iPads und Drohnen und alles hier laden, braucht man wirklich ordentlich Saft. Deswegen haben wir einmal diese App. Und hier in der Ecke haben wir noch eine kleine Voltanzeige von der Batterie, was sehr, sehr praktisch ist. Was ich euch noch kurz zeigen kann, ist hier einmal unser Lichtschalter. Wir sitzen hier auch gerade wirklich abends und schneiden irgendwie Videos oder machen was auch ich immer, wo man dann mal gerade zum Schreiben auch ein bisschen Licht braucht. Oder wenn man mal lesen will, hat man auf jeden Fall auch hier überall genügend Licht,
zum Arbeiten. Das war es eigentlich von dieser Arbeitsecke hier. Hier kann man es auf jeden Fall aushalten, aber jeder von euch kennt das wahrscheinlich, wenn man den ganzen Tag am Schreibtischstuhl sitzt, dann will man manchmal auch die Position wechseln, und da haben wir uns zwei Sachen ausgedacht, die ich euch jetzt einmal zeige. Das lege ich einmal hier vorne hin. Das ist einmal unser Sitzstuhl. Den kann man einfach über zwei Haken hier rüber haken, und dann drehe ich den Tisch einmal so. Den Laptop kann man sich dann nehmen, und dann kann man sich entweder zum Tisch hinsetzen und wirklich auch am Tisch arbeiten, oder man setzt sich halt hier hin und dann sitzt man gemütlich am Laptop und kann wirklich von hier arbeiten, was wirklich eine angenehme Abwechslung ist. Klar kann man sich auch immer raussetzen, aber gerade wenn es mal regnet oder so, ist es ganz angenehm, wenn man auch mal anders sitzen kann und nicht immer nur wie an so einem Schreibtischstuhl gebückt. Ich weiß, es ist ein Luxusproblem, aber wenn man die Option hat, ist es ganz cool. Und das zweite, da kann Caro vielleicht einmal, auch wenn das Bett vielleicht ein bisschen unordentlich ist, man hat hier wirklich ein Stehoffice. Also man kann wirklich den Laptop hier draufstellen, und manche werden sich jetzt denken, ah, braucht man nicht. Wenn man die ganze Zeit hier drin ist und die Möglichkeit hat, auch mal im Stehen zu arbeiten oder hier an der Küche im Stehen zu arbeiten, ist es wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Und wir nutzen das wirklich jeden Tag. Also es ist nicht so, dass ich sage, wir haben das eingebaut, brauchte man eigentlich nicht. Ich meine, die Option hier war eh gegeben, aber gerade mit dem Sitzstuhl ist es wirklich sehr, sehr cool, gerade mal nachmittags, wenn man genug gesessen hat. Dann würde ich euch jetzt das kleine Highlight zeigen. Das ist nämlich unsere zweite Monitorfunktion über einen Beamer. Und das ist relativ fix aufgebaut. Das machen wir jetzt einmal, dann schalte ich den an und dann zeige ich euch einmal, wie das Ganze funktioniert. Bis gleich. So sieht es hier bei uns eigentlich den ganzen Tag aus, wenn wir arbeiten oder studieren. So sieht unser Arbeitsplatz wirklich aufgebaut aus. Das ist das Erste, was wir morgens nach dem Frühstücken und nach dem Kaffee machen. Wir fahren einmal diese Leinwand runter, machen unseren Beamer an und stöpseln unsere MacBooks rein, wenn wir hier unsere Aufgaben zu erledigen haben. Meistens benutzt Caro das, manchmal darf ich auch, je nachdem, wer die wichtigere Aufgabe hat. Meistens ist Caro halt immer die wichtigere Aufgabe. Wenn wir das so haben, dann ist es so, dass einer von uns, der den benutzt, eigentlich immer hier hinten sitzt, weil es einfach praktischer ist. Man sitzt dann wirklich frontal, hat seinen einen Monitor hier, den zweiten hier. Das ist cool, dann muss man sich immer nach rechts gucken. Wir haben es aber auch ganz oft, dass wir wirklich gegenüber sitzen und zusammen uns irgendwas angucken wollen. Und dann ist es ganz cool, dass wir halt auf einen Monitor gucken können. Und das ist sehr, sehr praktisch. Wie wir das Ganze gebaut haben, das ist wirklich einmal die Leinwand, einmal der Beamer. Und diesen Beamer zeige ich euch. Wir haben den einfach nach Bewertung gekauft, weil ich keine Ahnung davon habe. Der ist wirklich top. Die sind wirklich sehr, sehr klein und sind einfach zu installieren, funktionieren sofort. Und die haben echt, wie auch immer man das nennt, aber eine gute Strahlpower. Selbst wenn hier tagsüber die Sonne scheint, kann man echt gut Sachen erkennen. Wenn es wirklich ganz, ganz hell ist, machen wir einfach die Türen zu und hinten die Türen zu. Und dann funktioniert das auch richtig, richtig, richtig gut. So am Rande gemerkt, wir benutzen das manchmal auch für Netflix. Man kann den Tisch hier halt runterfahren und dann hat man hier einfach eine Ecke. Also das ist auch ganz cool, wenn man es dafür benutzen will, dann kann man hier halt auch Filme gucken. Was wir hierzu noch haben in der Ecke, damit man sich möglichst wenig bewegen muss, ist noch eine kleine To-Do-Liste hier, die da meistens abgearbeitet wird. Einmal abends aufgeschrieben, was steht morgen an, und dann wird die abgearbeitet. Und ja, hier sitzen wir dann eigentlich die meiste Zeit des Tages, wenn wir viel zu tun haben. Arbeiten hier, es ist wirklich auszuhalten. Wenn man sich einen neuen Kaffee holen muss, kann man dann runterherklettern, sich neuen holen und wiederkommen. Und ja, es macht sehr, sehr viel Spaß hier. Was man vielleicht dazu noch sagen muss, das ist jetzt ein erstes Video. Der Van ist noch nicht ganz fertig. Wir haben zwar alles wirklich, die Grundlagen haben wir jetzt eingebaut. Die Details fehlen noch so ein bisschen. Was auf jeden Fall bald kommt, wenn wir in Richtung Griechenland fahren, wollen wir einmal komplett eine Van-Tour filmen. Dann zeigen wir euch einmal, wie man oben schläft, wo vorne unser Kleiderschrank ist und wo Malis Bereich ist, alles. Dann erklären wir euch die Küche, den Strom, mit dem Solar nochmal alles. Heute sollte es wirklich nur einmal darum gehen, wie wir hier wirklich arbeiten und studieren, wie das Ganze hier funktioniert und vielleicht so einen kleinen Einblick geben, wie unser Tag hier aussieht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer verlinken wir euch alle unsere Produkte, die wir für dieses Office hier genutzt haben. Ob es der Tisch ist, weil uns das ganz viele gefragt haben, wo wir diesen Tischfuß her haben. Ob es der Beamer ist, der sicherlich interessant ist, unser kleiner mobiler Router. Das sind alles Sachen, die könnt ihr wirklich mit gutem Gewissen kaufen, weil wir die jetzt getestet haben. Die sind wirklich perfekt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Was wir euch hier einmal einblenden, ist unser Instagram und unser YouTube. Wir freuen uns wirklich, wenn ihr uns hier abonniert und einen Kommentar da lasst oder das Video vielleicht liked. Vielen, vielen Dank, und wir sehen uns beim nächsten Video von der Van-Tour.